Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Partner Total War, The Great War. Wir sind, ja, im Osten vorgerückt, Richtung Madrid vorgerückt und wir sind Richtung, ja, Österreich weiter vorgerückt. Das sollte also alles ganz gut klappen. Und ja, mal schauen. Ich wollte noch irgendein Gefecht schlagen, das weiß ich genau, wo das Gefecht von Madrid. Ganz wichtig, da das wirklich nicht schwer ist, aber wir es eben laut, ja, dem Spiel verlieren würden. Wir machen hier jetzt einen Sturmangriff mit so viel Geschützen. Geht das wunderbar. Wir werden auch einfach die Einheiten hier, die kaum mehr irgendwie Leben haben, einfach mit der Artillerie zerschießen, während wir den Feind wiederum mit dieser Armee zur Offensive zwingen werden, die dann ja an unserer Verteidigung aufgerieben wird. Also der Feind sollte eigentlich keine Chance haben. Wenn es fallen sollte, werden wir Madrid besitzen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, zumal dann unsere Truppen sich regenerieren können. Bedeutet, wir sollten versuchen, keine Einheit komplett zu verlieren. Und dann könnten wir sie nochmal benutzen, um dann die restlichen Einheiten zu vernichten. Oder zumindest, um so viele Truppen in Madrid abzustellen, um Granada einzunehmen. Weil in dem Moment, wo die letzte, beziehungsweise Gibraltar, oder? Ja, ist ja egal, beides geht. In dem Moment, wo die letzte deutsche Stadt gefallen ist, lösen sich alle Armeen von alleine auf. Also, ja. Okay, erfahrungsgemäß stelle ich mich immer eher hier auf, weil da kann man fein schön auf den General schießen. Der steht ja meistens irgendwo hier. Na, ich will ihn noch nicht haben. Euch aber, vielen Dank. So, dann ihr hier an die Flanke. So, dann lassen wir da rechts dann noch ein bisschen Platz. So. Den hier da rechts positionieren. Noch ein MG rechts. Dann noch ein Mörser hier. Und ein Mörser. Hier irgendwo. Okay, jetzt gruppieren wir das. Ah, warte, den General. Den kann man noch hier reinstellen. So. Gruppieren wir das Ganze und verschieben es mal ein bisschen davor. Okay, perfekt. Sollte passen. Jetzt vielleicht, wir sollten die beiden kleinen Mörser hier rechts aufstellen, falls da von rechts eine Armee kommt. Okay, jetzt versuchen wir schon natürlich, den feindlichen General zu töten. Ich sollte die hier unbedingt gruppieren. So. Wie irgendwie erwartet. Irgendwo habe ich es gewusst. Kommen die Feinde von hier hinten. Wir werden mit den Machine Guns hier aufstellen. Mit den kleinen Mörsern hier drauf feuern. Den General werden wir hier wegziehen. Die Truppen von da oben werden wir nachrücken lassen. So. Wobei wir die Einheit hier hinstellen. Die Scharfschützen hier rüberziehen. So. Ich denke auch, wir können eine Einheit wieder zurückziehen, weil der Feind ja eigentlich fast nichts hat. Naja. Wir haben uns auf jeden Fall gut aufgestellt. Da können wir jetzt schön die Feinde unter Beschuss nehmen. Steht mein Stand-MG. Sehr schön. Die Artillerie hier, die benutzen wir wiederum, um die feindlichen Geschütze zu vernichten. Dass wir auch schön hier bleiben können. Wisst ihr, was ich meine? Die Einheiten kommen da kaum durch. Wir werden jetzt übrigens noch Folgendes machen. Um die Verluste quasi zu reduzieren, werden wir die Truppen so ein bisschen aufsplitten. So. Dann passt das Ganze auch nochmal ein bisschen besser. Ja, so die... Ah, verdammt. Okay, die bewegen sich jetzt. Das sollten sie nicht... Stand im G, das kann hier rein. So, ich hoffe, die Reichweite reicht dann noch aus. Sollte sie natürlich ohne Probleme. Sehr schön. Mörser schießen wieder. Sollen das MG kann man vielleicht auch mal in Position bringen. Sehr schön. Ich
Okay, offensichtlich bringt es wenig, da drüben mit Artillerie drauf zu feuern. Deswegen werden wir jetzt einfach nur noch zusätzlich mit der fetten Artillerie drauf schießen. Dafür so ein kleines Kommando nach vorne losschicken, das uns einfach davor bewahrt. Vor der feindlichen Artillerie. Ist vielleicht etwas übermütig, aber ja, wir sind dem Feind so stark überlegen. Größte Teil der Armee kommt ja quasi als Verstärkung. Notfalls können wir immer noch unsere Artillerie wieder umdrehen. Wir sind halt auch Angreifer, das bedeutet, wir müssen so oder so irgendwann mal angreifen. So, der hat schon die Hälfte seiner Männer verloren, bevor sie überhaupt da sind. So ist das wie... Ja, so gehört sich das. So. Okay. Da wird keine Einheit freiwillig mehr rauskommen. Ach, jetzt werden die Einheiten sichtbar. Okay, wir positionieren mal die, ich sag mal, richtige Artillerie wieder um, um da auf die echten Gegner zu schießen. Irgendwie lauft ihr mir hier ein bisschen arg zu langsam. Vielen Dank. Da richtet die Artillerie, glaube ein bisschen mehr an, weil die Einheiten hier, ja, die töten vielleicht ein paar Leute, aber solange die Armee gerade mal 20 Verluste hat, müssen wir uns dann noch keine Sorgen machen. Ich glaube, wir können mal vorspringen. Traurig, dass es hier eine Schlacht um eine Hauptstadt ist. Ach, okay, es wird vielleicht doch nochmal spannend. Okay, das ist der Moment, wo wir uns zurückziehen. So. Zerstöre nämlich jetzt noch schnell die Artillerie. Okay, wir zerstören sie doch nicht. Wir ziehen uns einfach zurück. Okay, wir haben sie noch zerstört. Sehr schön. Ist auch der Moment, wo der Stand im G zum Einsatz kommt. Die Mörser mal wieder richtige Ziele ins Visier nehmen. Und der Moment, wo ihr alle anfangt mit Rennen. Okay. Jetzt müssen wir kurz auf Slow-Mo, weil die Einheiten bekommen ganz komische Befehle, die ich ihnen niemals gegeben habe. So. Okay, sonst verlieren wir noch unnötig Einheiten. Nur weil irgendwer gefailt hat. Okay. Also mit irgendwer meine ich halt dann halt mich. Da jetzt keine Verstärkung mehr anrückt, können wir die Truppen wieder dahin ziehen, wo sie hingehören. Die Mörser kann man auch wieder ein bisschen effizienter benutzen. Artillerie, danke. Ja, danke. Okay, die stehen jetzt unter Feuer. Unsere kleine Artillerie schießt drauf. Die große Artillerie schießt da hinten drauf. Danke. Ich habe doch gewusst, die Gegner greifen über die Flanke an. Deswegen habe ich da jetzt auch ein paar Truppen nach oben verschoben. So, die machen es auch nicht mehr lang. Die da auch nicht mehr. Sehr schön. Nein, habe ich immerhin den Feind dazu gezwungen, mich quasi anzugreifen. Auch ganz nett. Schießen die eigentlich? Schießen die? Warte, das hört man ja. Nein, die schießen nicht. So, jetzt gehen wir denen auch mal ein richtiges Ziel vor. So, sehr schön. So und nicht anders. So einen Stand im G zuzurennen ist meistens nicht die beste Idee. Weil ich echt froh bin, dass das hier steht, weil da kommen ein paar viele Feinde. So, dann schießen wir da drauf. Mit denen schießen wir da drauf. Die anderen können ja hier überall hinfeuern, das passt. Das MG feuert schön fröhlich vor sich hin. Kommt zwar auch Verluste und ist jetzt auch gleich außer Gefecht, aber naja. Lassen wir mal fliehen. Ich will nämlich das MG nicht komplett verlieren. Ah, okay, ich glaube, wir haben es komplett verloren. Schade eigentlich. Wie ich es hasse.
Unsere Männer fliehen. Ach, ihr könnt jetzt aber auch noch rechtlich vorrücken und... Was zur Hölle? Mann, ich habe nicht einmal den General angeklickt. Selbst der hat jetzt den Befehl, irgendwo komisch hinzurennen. Naja, egal. Passiert zum Glück in keiner wichtigen Schlacht. Also wäre das jetzt eine wirklich wichtige Schlacht gewesen, hätte ich glaube geschrien. Ja. Unsere Männer fliehen, Sir. Das ist von der Einheit hier. Normale Rifle Infantry. Gehen jetzt alle so ab, deswegen. Naja. Artillerie regelt. Lasst euch womöglich nicht weiterhin von Artillerie zu schießen. Ach, verdammt. Da sind ein paar viele Feinde. Oh, nein, 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 nein. Oh, verdammt. Das war jetzt ganz schlecht. Woher kommen denn immer die Feinde? Es ist so schlimm. So viel hatten die doch gar nicht. Die hatten vielleicht eine Handvoll Einheiten. Ich dachte, ich hätte alle erledigt. Guckt euch das an. Egal, ausnahmsweise stürzt mich mal nicht, weil ich es jetzt echt gebrauchen kann hier. So. Gut, das MG feuert. Die Artillerie schießt auf die Kavallerie und die feindliche Artillerie. Wir haben doch nochmal bedeutend mehr Verluste, als wir eigentlich haben wollten. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Ja, gegen Ende hat er dann seine Glorreichigkeit verloren, aber... Ich habe gerade eben meine Jäger für einen für Nahkampf benutzt. Offensichtlich schon. Wieso zur Hölle sehe ich die Einheiten da nicht? Ich sehe doch, woher sie feuern. Mal sehen, was passiert, wenn Stand-MG gegen Artillerie feuert. Ach, funktioniert sogar. Gott sei Dank. Oh, waren das jetzt unnötig. Verlust der gegen Ende. Huhuhu. Naja. Ich glaube, wir haben halt auch 2, 3 Einheiten komplett verloren. Das ist natürlich ziemlich beschissen. Ja, das MG haben wir auf jeden Fall verloren. Ja, eine Einheit haben wir auch verloren. Das MG, das können wir wieder nachrekrutieren. Beziehungsweise dafür können wir vielleicht sogar mal eine Einheit Kavallerie rekrutieren. Ja, vielleicht sogar besser. Okay. Da unten hat ein paar Feind ein paar Armeen. Könnte eklig werden, die zu... Ah, vorbei, so eklig wird es nicht. Okay. Sieht jetzt aber alles sehr merkwürdig aus, die Karte. Oh, kommt vor. Ah, okay, ich verstehe die Problematik. Wir speichern uns mal unter Test ab, weil wenn wir das gewinnen, dann feiere ich mich aber ziemlich. Puff. Okay, wir haben 10.000 Österreich-Ungarn besiegt. Indem wir irgendwie unvorsichtig mit einer Armee vorgerückt sind. Ich liebe diese Mod. Okay, wir haben dabei nicht mal 4 Mann verloren. Nicht schlecht. Damit gehört Ungarn demnächst auch uns. Wien ist inzwischen auch schon fast besänftigt. Operation Ost müssen wir mal eine Runde überleben. Aber ansonsten... Alles in Ordnung. Schauen wir mal. Unsere Flotte ist zurückgekehrt. Mit der kann man vielleicht eine zweite Armee Richtung... Richtung Spanien schicken. Warum auch nicht? Okay, es wäre natürlich noch ganz nett, wenn wir das auch gewinnen. Sieht auch danach aus. Ich mache aber trotzdem mal noch einen Test. Sehr schön.
Okay, der Österreicher hat jetzt gerade eben in den letzten Runden echt viel Mann verloren. Okay. Die Franzosen, mal sehen, wie die Rundenberechnung bei denen diesmal dauert. Wie lang. Und die haben echt, jetzt müssen sie auch nicht mehr vorrücken. Jetzt haben wir es eigentlich schon größtenteils selber gepackt. Die Russen, die wären mal ganz nett, wenn sie den Osmanen besiegen würden und nicht hier irgendwo mir rumgammeln würden. With Technology Destroy, nee, brauchen wir nicht. Wir haben auch kein Geld. Bei Frieden mit Deutschland wäre relativ nice. Aus dem einfachen Grund, weil es da vielleicht demnächst Rebellen geben könnte. Okay. Irgendwo, irgendwie. Ich glaube, ein Friedensabkommen mit Deutschland wäre insoweit gut, weil dann sich die Truppen ja quasi aufgeprallter zurückziehen würden. Und wir sowieso erst in, ich sag mal, ein paar Runden wieder zurückkommen. Artillery Accuracy. Natürlich nicht schlecht. Destroyers brauchen wir nicht. Sniper sind, glaube ich, ganz nett und Improved Machine Guns. Okay, das wollen sie nicht. Dann wollen wir eben noch mehr Technologien. Dann eben plus Flammenwerfer und Improved Machine Guns. Sehr schön. Weil, wenn ihr gleich bemerken werdet, sind jetzt die kompletten deutschen Truppen. Die kompletten deutschen Truppen in Gibraltar. Und die kommen da auch quasi nicht mehr weg. Okay, haben sie noch eine Armee mit Flotte, aber ansonsten. Ja, wir werden den einfach demnächst wieder den Krieg erklären, weil es ist schlicht und ergreifend egal. Dieser Mod. Weil uns ja so oder so jeder liebt. So, das speichern wir jetzt auch nochmal unter Test ab. Wäre natürlich jetzt lächerlich, wenn das nicht funktionieren würde, aber. Okay, sehr schön. Okay, das sollte auch schade. Wohin rücken wir als nächstes? Ich würde mal sagen, Richtung Süden. Vielleicht kann man sogar hier noch eine Armee mit runterziehen. Ah ne, lassen wir mal hier, um Wien zu verteidigen. Ziehen wir auch hier rein. Können wir den rekrutieren? Irgendwie Infanterie? Nee. Machen wir dann nächste Runde. Ja, ich wäre meinen alliierten Verbündeten echt dankbar, wenn sie quasi die Armeen hier so ein bisschen kontrollieren würden. Gut ist auch, dass unsere Armeen sich jetzt zum Teil regeneriert haben, was dazu führt, dass selbst wenn der Feind angreift, wir jetzt wieder relativ stark sind. Okay, dann müssen wir jetzt schauen, haben noch irgendwo Bewegungspunkte übrig? Jein. Dann kümmere ich mich als nächstes im Balkan und ja, auf jeden Fall hier Kroatien müssen wir angreifen. Und dann müssen wir mit der Kroatien-Armee quasi auf den Balkan. Also ist alles der Balkan, aber beziehungsweise tatsächlich der Balkan sind nicht viele Provinzen. Egal, hier Belgrad angreifen. Der andere greift dann Transsilvanien an. Dann können wir weitermachen. Der eine geht dann in die Walachei, der andere Richtung Athen. Von dort aus kann man sich dann um den Osmanen kümmern, in der Hoffnung, dass wir uns vielleicht sogar hier schon irgendwo mal getroffen haben. Dazu sollte ich aber hier oben aufräumen, was eher unwahrscheinlich ist, weil ich ohne Artillerie nicht weit komme. Aber die kann man ja dort rekrutieren. Nächste Runde zumindest. Okay. Ja, wir werden jetzt hier Einheiten rekrutieren. So. Weil wir schlicht und ergreifend bis in ein paar Ründchen hier nochmal die Navy runterschicken werden. Da haben wir noch eine Town, da haben wir noch eine City, da haben wir noch, ah, das ganze Zeug hier können wir jetzt also ausbauen. Natürlich sehr schön. Das können wir in quasi jeder Stadt machen. Machen wir das auch, glaub mal. Was gibt es eigentlich? Ja, okay, gibt mehr Bevölkerung.
Ist aber auch sehr wichtig. Ach was, wir haben für was zu wenig Geld. Das gibt's nicht. Okay, dann haben wir uns ein bisschen um die Wirtschaft gekümmert. Sind sehr stark vorgerückt. Ja, Part 33. Haben, ich sag mal, Operation Ost gesichert. Was auch sehr wichtig war. Dass eben diese Provinz uns gehört und dass sich die Einheiten da regenerieren können, dass wir jetzt weitere rekrutieren können, um uns gegebenenfalls hier irgendwann mal zu treffen, dass wir nicht alles hier einnehmen müssen. Haben wir jetzt hier ein Kommando Süd und ein Kommando Südost. Das Kommando Süd geht über Kroatien runter, das andere über Südost geht quasi hier entlang. Trifft sich später mit Kommando Ost beim Osman. Und ja, dann haben wir eigentlich ein sehr großes britisches Reich, was eigentlich eher an Deutschland erinnert. So ein bisschen aus natürlich, dass Süddeutschland nicht dabei ist. Naja. Und Madrid, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir sind jetzt eigentlich überall in Europa vertreten. Den Alliierten gehört quasi alles. Okay, Italien noch nicht, aber das kriegen wir auch hin, sobald Österreich weg ist. Deutschland auch. Werden wir Italien in einen Frieden zwingen. Und ja, da war es jetzt eigentlich soweit von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.